Nee, war nix. Da ist auch nichts. Hier kann ich auch nichts entdecken. Boah. Und jetzt? Muss ich vielleicht doch noch mal irgendwo hin zurück? Keine Ahnung. Ich wette, ich stelle mich wieder genauso blöd an wie bei einem der letzten Rätsel. Bei dem Hüpfpressen-Rätsel. Da habe ich mich ja auch über alle Maßen intelligent angestellt. Nein, hier war ja nichts. Nein, daran kann ich auch nicht ziehen. Wow. Gut. Also, irgendwie ist da nichts. Ich muss hier doch irgendwo noch was machen können. Hier an den Ketten komme ich auch nicht hoch. Nö. Nee, ich komme da wirklich nicht hoch. Verdammt nochmal. Ich muss da doch irgendwo noch was aktivieren können oder so. Ich habe doch wohl nicht hier unten irgendwo noch was übersehen. Ja, nee, da komme ich nicht drüber. Nein, da ist nichts. Also muss ich da oben irgendwo was übersehen haben. Oh. Verkackt. Oh, okay. Hier oben wird nochmal gespeichert. Also muss hier oben noch irgendwo was sein jetzt. Wie blöd kann man sein? Hey. Nee, das geht bloß bis da runter, gell? Ja. Och, ich hab mich schon blöd angestellt. Hm.
um nicht zu sagen, ich habe mich äußerst blöd angestellt. Jetzt ist nur noch die Frage, wie kriege ich das Teil da drüber? Ich meine, so funktioniert es ja irgendwie nicht so ganz. Kann ich da mit dem Schieben irgendwas machen? Nein. Nicht direkt. Bringt es irgendwas, wenn ich das runterfahre? Nein. Nein, so auch nicht. Die Kiste geht aber auch nicht irgendwie kaputt oder so, wenn ich da irgendwas mache, oder? Sprich, dass ich die da irgendwie leichter mache. Nein, schaut irgendwie nicht so aus. Ich muss doch irgendwas mit diesem Hebeteil da machen. Aber was? Das ist hier die Frage. Mir kommt aber gerade die Idee, dass ich... Ja, genau so funktioniert das. Oh ne, eigentlich kann ich das ja weiter runterfahren lassen. Und ich schiebe das da einfach wieder runter. Ach ja. Man muss nur mal ein wenig überlegen und auf einmal... Huch, funktioniert's. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Oh.
Nein. Da geblieben. So, diesmal habe ich es aber geschafft, auch wirklich dran zu bleiben. Und ich schätze mal, wir wollen jetzt nach rechts. Ja. Nein, so nicht. Und so auch nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich muss die beiden aufeinander stellen. Ich hoffe mal, dass diesmal das Timing... Nein, das passt wieder nicht. Nee, so komme ich nicht hoch genug. Nein, danke da nicht. Boah. Und da schnetzelt's mich wieder zusammen. Nein. Naja, so... Ganz, ganz, ganz grob. Wieder zu langsam. Das gibt's doch nicht. Wie ich aber auch jedes Mal ganz genau den Kopf treffe. Nein! Verdammte Kacke. Ja doch, das Teil fängt auch schon an, sich zu bewegen. Wenn ich nur den ersten Schalter betätige. Nein, so wird das nichts. Ich probiere die jetzt mal wirklich den einen nach dem anderen. Nein. So knapp. Aber es funktioniert schon mal irgendwie so. Nur am Feintuning muss ich noch etwas arbeiten. Nein.
Wie könnte das sonst funktionieren? Da hinten komme ich nirgends durch. Nö.